Jana. Und meine Internetseite heißt www.bastelspaß.bastelblogs.de. Schön, dass ihr heute vorbeischaut. Ich möchte euch heute gerne diese Bonbonbox zeigen. So sieht die von innen aus, die ist hier verschlossen und hier oben einfach auch noch ein Verschluss. Ebenfalls zeige ich euch noch eine passende Hochzeitskarte dazu, wo ich eine Banderole dafür gemacht habe. Die Idee kam oder habe ich mal im Internet gefunden von der Kitty Franken. Genau, und ich habe nur die Maße etwas abgeändert und die werde ich euch nachher jetzt auch durchgeben. Viel Spaß beim Zuschauen und Mitmachen. Die Box von der Kitty, die war in Inchgröße und da hat man fast einen 12 Zoll Bogen braucht, damit man die nachbasteln konnte. Meine habe ich jetzt in Zentimeter gemacht und einfach einen Ticken kleiner. Für die reicht euch sogar ein halbes A4 Blatt. Anfangen würde ich aber ganz gern jetzt mit der Karte. Genau. Bei der Karte ist es so, wir brauchen ganz normal ein halbes A4 Blatt. Das heißt 14,85 mal 21 cm und das falzen wir bei 5,25 cm jeweils vom Rand. Das heißt, wenn ich hier ein Papier habe, bei 5,25, einmal drehen und machen wir dasselbe. Genau, ihr könnt das Ganze dann falten. Wenn ihr wollt, auch gern mit dem Falzbein noch hinterher gehen, dann blockt ihr nicht immer so auf. Genau. Als nächstes brauchen wir jetzt Papier in Weiß. Das habe ich schon zugeschnitten. Das ist 14 cm mal 4,8. Das zweimal. Und wir arbeiten heute mit Blauregen. Das habe ich zugeschnitten 13,5 mal 4,3 cm. Das Ganze kann man dann so aufeinander packen. Ich habe es bei meiner Karte bestempelt. Wir machen sie jetzt mal mit der Big Shot und prägen es einfach. Dazu nehme ich meine zwei Blauregenpapiere. Unsere Big Shot. Und wir nehmen jetzt mal hier die Punkte. Polkadots, kommt unser Papier rein. Genau. Einstellen müssen wir das Ganze auf Tab 1. Beziehungsweise eventuell kann man sogar Tab 1 noch weglassen, aber ich nehme mal Tab 1, dann geht es sicher durch. So, das Ganze wird einmal geprägt. So, schon fertig. Die Big Shot ist halt toll, wenn man prägen will, stanzen. Also wenn man viel bastelt, dann ist sie ein Muss. Meiner Meinung nach. Genau, jetzt kann man das Ganze zusammenkleben. Das mit dem Dekorieren, habe ich es denn? Ich habe halt hier zum Beispiel noch die Herzen drauf gemacht. Könnt ihr euch ja überlegen, wie ihr das machen wollt. Das erkläre ich jetzt nicht noch extra. Genau, also es kommt dann noch hier drauf. Und jetzt machen wir die Banderole drumherum. Das heißt, ich habe jetzt hier unser Pergamentpapier genommen, habe es 5 cm breit abgeschnitten auf die ganz normale A4-Länge. Und ich gebe das jetzt einfach mal hier rum. Und knickt es nach hinten um. Genau. Dann merke ich mir ungefähr, wo es ist und dann schneide ich das einfach mit der Schere ab. Könnt ihr es auch noch ein bisschen enger abschneiden. Zusammenkleben könnt ihr das nachher einfach mit einem doppelseitigen Klebeband, also mit unserem roten hier, weil die Banderole wird ja öfters auf und zu gemacht und damit die gescheit hebt, braucht es das doppelseitige. Ja, wie bestempeln wir das jetzt? Und zwar wichtig ist, wenn ihr so transparentes Papier habt, dass ihr zum Beispiel diese Stays-On-Tinte verwendet. Die ist wasserunlöslich. Und die mal aufmachen.
Die riecht sehr gut. Jetzt brauchen wir unseren Stempel. Ich habe jetzt hier zum Beispiel den Mr. und Mrs. Stempel verwendet. Ihr könnt ja jetzt so ins Stempelkissen reingehen oder gerade wenn man größere Motive hat, drehe ich das Ganze auch gerne mal um und gehe mit meinem Stempelkissen ins Motiv. Anschauen, ob alles schön ausgefüllt ist oder ob es noch irgendwo Tinte benötigt und dann einfach schön mittig abstempeln. Genau, super. Lassen wir das mal kurz trocknen und dann könnte man die Banderole schon über unsere Karte drüber machen. Wichtig ist, wir müssen den ja jetzt reinigen, weil es ist wasserunlöslich, wie ich euch vorher gesagt habe. Das heißt, es bringt nichts, wenn ich in mein normales Reinigungskissen mit unserem Nebelspray reingehe, sondern wir brauchen den speziellen Reiniger. Und den könnt ihr direkt auf den Stempel auftragen. Genau. Und dann könnt ihr ganz normal ins Reinigungskissen reingehen, wie immer. Und fertig. Ihr könnt damit Folien, ich glaube sogar Glas könnt ihr bestempeln. Genau. Super. Die Karte wäre dann, wie gesagt, ihr müsst das nur dekorieren und zusammenkleben, aber wäre dann soweit fertig. Das heißt, ihr habt hier mal eure Banderole und die könnt ihr dann hier so drüber ziehen. Hält euch die Karte schön zu. Genau. Ist, finde ich, eine ganz nette Idee als Glückwunschkarte oder eventuell auch so eine Art als Einladungskarte für die Hochzeiten, wenn mal was anderes. So, jetzt kommen wir mal zu unserer Bonbonbox. Bei der Bonbonbox ist es jetzt so, wir nehmen auch wieder ein halbes A4-Blatt her. Also wieder 21 mal 14,85. Warum 14,85? Das ist genau die Hälfte von 29,7. Also da mal aufpassen. Jetzt falten wir. Und zwar bei 1,5 cm. Das machen wir jetzt hier auf der rechten Seite, weil dann kann ich es besser heben, wie wenn ich hier auf 1,5 gehe, kann ich es nicht gescheit heben. Also 1,5 cm anlegen. Falten. Dann noch bei 8 cm auf der anderen Seite. Und das Ganze einmal drehen. Und wieder bei 8 cm. Und da herüben auf der rechten Seite bei 1,5 cm. An der kurzen Seite wird es gefalzt bei 4,9. Und einmal drehen und hier auch nochmal 4,9. Super. Jetzt schneiden wir unsere vier Ecken raus. Und zwar, ich habe es euch hier auch mal aufgezeichnet. Die zwei Elemente hier links im Eck, oben, rechts im Eck, oben und unten. Wenn ihr das dann ausgeschnitten habt, dann werden wir es jetzt bestempeln. Ich nehme hier unser Set Hearts of Flutter. Der Vorteil bei den Clear-Stempeln, also das sind ja diese transparenten, da brauche ich immer diesen transparenten Block. Und der Vorteil ist, ich kann zum Beispiel gleich zwei Stempel oder drei auf einmal auf meinen Acrylblock anbringen und die gleichzeitig stempeln. Während ich jetzt bei Holz jeden Stempel extra in die Hand nehmen müsste. Genau. Ich stempel hier jetzt Ton in Ton, also sprich im Blauregen auf Blauregen. Genau. So, wenn ihr das gemacht habt, dann können wir das Ganze falten. Genau. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt kommt das zuerst zusammen und dann das andere oben drüber. Damit jetzt das so eine schöne Rundung ergibt, gehe ich hier mit meinem Falzbein einfach nochmal drüber. Das machen wir an allen vier Seiten.
Super. Ich habe es jetzt mit doppelseitigem Kleber hier unten festgemacht. Man kann das aber auch mit dem Band hier innen drin machen, indem dass man einfach zwei Löcher reinmacht, ein Band durchzieht, Schleife drüber. Aber wie gesagt, in meinem Fall klebe ich es jetzt zu, man befüllt es eh von der Seite. Können wir einmal hier unten anbringen. Die Box finde ich übrigens sehr schön, einfach als Geschenk zur Hochzeit. Kann man aber genauso gut natürlich als Gastgeschenke an der Hochzeit hernehmen. Ich finde die echt ganz süß. Genau. Jetzt ist so, jetzt machen wir uns hier oben noch zwei Löcher rein. Da könnt ihr jetzt entweder ein Locher hernehmen oder ich habe jetzt hier die Kropperteil. Genau. Einfach zwei Löcher rein, wo dann unser Band durchgezogen wird. Ich nehme jetzt hier einfach mal ein weißes. So, jetzt machen wir uns noch einen Knoten und noch eine Schleife vorn drauf. Und dann kann man wieder hier die Deko dann dranhängen. An unserer Deko habe ich jetzt hier Glitzerpapier in Silber verwendet. Wir haben das Glitzerpapier auch in Champagner. Also es gibt es in Champagner, in Rot, was auch zu Weihnachten jetzt gerade sehr gut passt, oder eben in Silber. Da sind immer zwei 12 Zoll Bögen drin für 5,95 und die reichen auch ewig, weil ihr ja meistens eh nur ein kleines Sternchen, ein kleines Herzchen oder irgendwas braucht. Genau, super. Und fertig ist sie. Wie gesagt, hier zugeklebt, wenn man die hier oben aufmacht, kann man es auf der Seite befüllen. Und ich finde, die macht ganz nett was hier. Ihr könnt die auch in anderen Maßen euch umrechnen. Wichtig, die Außenteile müssen einfach einen Ticken größer sein wie die inneren. Ich habe das hier auch mal mit einem anderen Maß noch in größeren Zentimeter gemacht, dass mir auch ein A4-Blatt reicht. Also da ist alles möglich. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, es war nicht zu schnell. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar auf meinem Blog. Und ansonsten sage ich danke. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder wo ihr sagt, wie funktioniert das, Bianca, mach mal ein Video drüber, schreibt mir einfach eine Mail oder hinterlasst mir einen Kommentar und dann schaue ich, was ich da machen kann für euch. Danke fürs Schauen von meinem Beitrag, von meinem Video und viel Spaß beim Nachbasteln. Ciao!